Guten Morgen, wir haben Montag. Ich bin gerade so ein bisschen überfordert mit allem, was ich hier so tue, weil ich so ein bisschen herausfinden muss, wie gestalte ich jetzt meinen Tag, wenn ich mein eigener Chef bin. Also es gibt schon eine Handvoll To-Dos, die ich vorhabe. Ich habe mir auch hier auf meinem Blog wirklich einige Sachen aufgeschrieben. Aber es ist irgendwie merkwürdig. Ich fange mal an. Nachdem ich heute also den ganzen Tag irgendwie drinne war und gearbeitet habe und so ein bisschen mir inzwischen die Grundmotivation fehlt, irgendwas weiterzumachen, weil einfach die ganze Zeit arbeiten nicht so ganz optimal ist, gehe ich jetzt raus spazieren, auch wenn wir es schon ein bisschen dunkler haben und gehe wahrscheinlich noch einkaufen, aber Tapetenwechsel ist wichtig, denn ich muss ehrlich gesagt nachher noch richtig, richtig viel weiterarbeiten und irgendwie das Ganze aufholen, was ich in meiner Woche Urlaub so ein bisschen angestaut habe. Aber rausgehen wird wahrscheinlich helfen, hoffe ich mal. Freunde, es sind Dinge passiert, Dinge, mit denen ich heute nicht so ganz gerechnet hätte. Ich bin gerade auf einem Rastplatz, irgendwo im Nirgendwo, und ich zeige euch das mal. Hier ist so ein aufgeschnittenes Brot, ein paar Pflaumen und ganz, 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 ganz viele Snacks, die wir uns eben gegönnt haben. Denn durch Dinge, die ich selbst noch nicht so ganz verstanden habe, bin ich jetzt im Besitz von so einem Auto und mache jetzt einen Roadtrip. Dinge sind überfordernd, Dinge sind irgendwie interessant und macht aber eigentlich Spaß. Also ich muss zugeben, bis jetzt habe ich das Auto auch noch nicht selbst gefahren. Aber das werden wir heute noch ändern. Fahren jetzt aber noch zu unserem Zielort, verbringen da ein paar Stündchen und dann geht's zurück nach Berlin. Denn ich habe morgen auf jeden Fall einige Streams, die ich noch vor mir habe und die ich auch noch so ein bisschen abarbeiten muss. Jetzt lasse ich mir aber erstmal ein Brötchen gönnen. Schmecken! Darum geht's für dich, aber... Ich muss halt das Pferdemädchen mit aufnehmen. Woher weiß ich, dass es das mag oder nicht mit halt? Es tritt dich nicht. Das geht nicht weg. Ich bin irgendwie in den Besitz von richtig nice Gemüsesachen bekommen und dachte mir, das Ofengemüserezept, das ich vor kurzem gefunden habe, würde ich echt gerne mal ausprobieren. Und deswegen schnibbel ich jetzt und bereite eine kleine Marinade für das Ganze vor. Es ist nämlich auch ein bisschen sehr, sehr, sehr viel. Also da waren noch zwei Kürbisse mehr. Aus dem einen haben wir schon Kürbissuppe gemacht. Und das hier ist jetzt die Menge, die ich mir zurechtgelegt habe, um Ofengemüse zu machen. Ich weiß nicht, ob das zu viel ist, weil ich das alleine essen muss. Und ich glaube, das ist sehr viel. Und ich weiß nicht, wie gut sich das hält. Naja. Wir brauchen Öl, Salz, Zucker, Pfeffer, Paprika edelsüß, Zimt und Agavendicksaft. Das sind die Hauptbestandteile von unserer Soße und ich mische die jetzt mal an. Es gab keine Mengenangaben dazu, deswegen wird das jetzt irgendwie gemacht. Tada! Jetzt muss ich nur noch herausfinden, ob das wirklich für die Menge ausreicht. Gereicht. Jetzt werde ich das Ganze abdecken, auf den Balkon stellen und heute Abend gibt es lecker Ofengemüse. Nein, mir ist nichts runtergefallen. So, es hört sich ein bisschen so an, als würde der Ofen gleich auseinanderfliegen. Das klingt nicht ganz so gut. Aber hier ist mein Ofengemüse jetzt bei Ober-Unterhitze für... Es hört sich ein bisschen so an, als würde der Ofen gleich auseinanderfliegen, aber hey, muss wohl so. Hier ist das Ofengemüse jetzt für circa 20 Minuten bei Ober-Unterhitze und 200 Grad drinne. Ich hoffe, das wird was.
So, Test. Also ich heb die an und... Okay, es ist auf jeden Fall sehr weich. Es flutscht noch nicht so gut von der Gabel, aber es ist auf jeden Fall äußerst weich. Ich würde sagen, es ist durch. Ist auch alles so ein bisschen karamellisiert, was sehr nice ist. Es duftet auch unheimlich lecker. Und ich werde jetzt mal probieren. Und weil man ja weiß, dass Ofengemüse sehr heiß ist... Ich mag Zimt. Und ich habe in den Kommentaren gelesen, dass super viele Menschen echt skeptisch waren, ob das mit dem Zimt gut rüberkommt und gut schmeckt. Ist aber echt gut. Ich hätte für meinen Geschmack noch ein bisschen mehr Agavendicksaft dran machen können. Aber ist echt lecker. Wirklich voll gut. Oh, werde ich jetzt häufiger machen. Da ich ja ein Auto habe und irgendwie nie mit dem Auto unterwegs bin, ist heute der Tag der Tage angekommen und man ändert das ein bisschen. Zumindest einmalig, indem man rumfährt und sich Orte anguckt, in denen ich bis jetzt noch nicht war. Vor allem, weil ich sie halt eben noch nicht kannte und ohne Auto ein bisschen schwieriger zu erreichen sind. Und ich nehme euch mit. Wir sind übrigens auf der Pfaueninsel und sind da mit einer kleinen Fähre drüber gefahren und es ist so schön hier. Also ich weiß, das ist jetzt totaler Brain-Moment. Ich habe nicht mit Pfauen gerechnet, aber hier sind ernsthaft Pfauen unterwegs. Ein Influencer in freier Wildbahn. Fast so groß wie der Vogel. Ganz schön hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Ich hab gestern geträumt, dass ich Bucheckern sammeln gehe und die esse. Jetzt guckt euch um, hier sind überall Bucheckern. Ich muss das jetzt öffnen und dann esse ich die. Ja, ich brauche noch kurz. Ich habe kein Messer dabei, mit Messer wäre das leichter. Danke. Bucheckern sind echt scheiße zu öffnen, Mann, ey. Wenn man sich nicht so scheiße anstellt wie ich, kommt dann da so ein Ding raus und das kann man dann essen. Wir haben was zu essen gefunden und ich habe mich für ziemlich nice Kartoffelsalat entschieden, weil ich einfach richtig Bock auf Kartoffelsalat hatte und es gibt zusätzlich noch Kuchen. Wilde Kombi. Wie ist deine Meinung zum Mondkuchen? Ich glaube, der will einen abhaben. Ey, wenn der mich gleich pickt, ne? Dann pick ich zurück. Oh, der ist voll schön. Ich weiß nicht, wie gut man mich jetzt versteht, aber guck mal, was wir gefunden haben. Etwas so ein richtig cooler Brunnen. Ich muss euch dir mal genauer zeigen, der ist nämlich richtig schön. Ist voll schön. Ich habe einen Frosch gefunden. Oh mein Gott, ist der süß. War übrigens echt schön hier. Das Problem ist nur, ab 18 Uhr fährt keine Fähre mehr und dementsprechend müssen wir mal los und langsam zurück. Sonst kommen wir nicht mehr von hier weg. Und man kann hier nicht übernachten, also wäre nicht so gut. Ich bin Auto gefahren, Freunde. Ganze 200 Meter? Das war ein bisschen mehr, oder? Ich würde sagen, ganze 500 Meter und dann habe ich eingeparkt, ohne das Auto hinter mir, vor mir ist keins, kaputt zu machen. Und wir sind auch noch nicht tot. Also würde ich sagen, habe ich gut gemacht. Kein Drang, es zu wiederholen.